Willkommen bei Keule und sein Caddy. Das ist ein Kanal, wo wir aus Sachen, die andere Menschen normalerweise wegschmeißen, versuchen, sinnvolle Sachen zu bauen und nebenbei noch versuchen, meinen Golf 1 Caddy zu restaurieren. Viel Spaß beim Zuschauen. Was ich euch auf Video zeigen werde, und zwar geht es darum, diese Kamera auf dieses Stativ zu bringen, damit ich dann später auch Aufnahmen machen kann, wo ich beim Arbeiten zu sehen bin. Das sind die Teile, die ich mir zusammengesucht habe. Und die Idee ist, dass ich den Winkel da aufbaue, vorher durchbohre und mit dem Handrädchen dann eine Einheit baue, dass das Ganze vom Winkel verstellbar ist. So, weiter geht's. Das Loch ist gebohrt. Da ist das Handrad, ehemaliger Möbelfuß, der hier eingesetzt wird. Die Mutter werde ich festschweißen und dann habe ich ein Verstellrädchen, um den Winkel später einzustellen. So, die Mutter für den Verstellmechanismus sitzt. Jetzt schweiße ich die Mutter fest, die das Ganze am Stativ befestigen wird. So, und final kommt jetzt die Schraube, die die Kamera halten wird, hier festgeschweißt. Ich stelle sie mal einfach kurz daneben. Und darauf wird dann die Kamera montiert. Das führt dazu, dass wenn ich hier unten das Verstellrädchen einschraube, dass ich den Winkel der Kamera ändern kann. Und hier haben wir die Halterung, wo es mit dem Stativ verbunden wird. So, das gute Stück ist fertig. Gefällt mir eigentlich vom Ergebnis ganz gut. Und die Funktion haut auch hin. Das heißt, ich kann hierüber, wie geplant, meinen Winkel verstellen. Und kann die Kamera damit dann logischerweise wunderbar einrichten. Jetzt kommt noch ein bisschen Farbe drauf, dass das Ganze noch ein bisschen schick aussieht. Aber ansonsten bin ich schon zufrieden. Und der Gesamtaufwand war jetzt mal gerade eine Viertelstunde. Und es ist genau das geworden, was ich mir vorgestellt habe. Ich bin noch am Überlegen, ob ich mir noch eine Sicherung einbaue, und zwar gegen das Überklappen. Dass ich mir an der Seite noch etwas festmache, dass spätestens in dieser Stellung das Ganze zu Ende ist, dass mir das hier nicht überfällt. Und eventuell sogar im rechten Winkel, dass wenn man irgendwelche lustigen Makroaufnahmen machen will, dass man sich hier einen Tisch dran befestigt, wo man das drauflegen kann. Aber jetzt kommt erstmal Farbe drauf und das schaue ich mir dann nochmal an, wie ich das Problem löse. So, das war's für heute. Vielen Dank für euer Interesse und wie alle anderen YouTube-Kollegen würde ich mich natürlich auch freuen über einen Daumen hoch oder ein Abo. Und in Zukunft, hoffentlich, haben wir den Wackeldackel erschlagen, das heißt, die Bilder werden ein wenig ruhiger und nicht mehr so unruhig. Bis dann, tschüss!